Schönen Dank, dass Sie wieder hier sind. TTIP und kein Ende bei uns heute hier in Hamburg. Um direkt hier anzusetzen, schön, dass Sie wieder da sind. Angesichts der globalen Wertschöpfungsketten, die wir haben, wäre es doch eigentlich, um beim Thema zu bleiben, was Standards angeht, vielleicht genauso verdienstvoll wie bei den internationalen Schiedsgerichtshöfen, zu überlegen, ob man nicht gleichzeitig nicht nur 800 Millionen potenzielle Verbraucher auf dem transkontinentalen europäisch-amerikanischen Markt, sondern vielleicht noch ein paar andere 100 Millionen in Entwicklungsländern, in Drittländern mitnimmt und zum Beispiel internationale Standards an dieser Stelle schaffen würde. Wäre das beispielsweise auch da ein Weg, um erfolgreicher durchs Ziel zu gehen, als zurzeit mit den gerade schon diskutierten du dein Chlorhühnchen und ich mein Autokennzeichen? Das Thema internationale Standards, das wird TTIP auf der Perspektive irgendwann begegnen. Also das ist ja ein Punkt, weswegen ich sehr dafür bin zu sagen, lasst uns aufpassen mit einem Stopp der Verhandlungen an der Stelle, weil es wird dazu führen, dass andere Regionen der Erde, die auch Wertschöpfung haben, die auch im Aufstreben sind, mehr als die Europäische Union mit Verlaub auch wirtschaftlich immer stärker werden im Vergleich, dass die Standards setzen werden. Ich denke auch, und das sage ich auch ganz kritisch, auch gegenüber den Amerikanern an das Thema Datenschutz beispielsweise. Wir werden natürlich auch das mit diskutieren müssen in der Langfrist, wenn wir auch über globale Standards sprechen. Meine Hoffnung in TTIP, vielleicht ist da einfach der Liberale ein bisschen positiver unterwegs als der Mensch von Greenpeace. Das gebe ich ja gut und gerne zu. Aber am Ende des Tages, wenn wir uns im Grunde einig sind, dass Welthandel eine gute Idee ist, wenn wir uns im Grunde einig sind, dass da Menschen in allen Regionen der Erde von profitieren können, insbesondere auch von den internationalen Standards, die Sie beschreiben, dann würde ich mir gerne von denjenigen, die Stopp TTIP-Demonstrationen in Hannover und Berlin gerade besuchen, auch mal gerne aufzeigen, wie denn solche Verhandlungen konstruktiv zum Ende gebracht werden kann und nicht immer nur das Nein hören, denn ich teile den Aspekt internationale Standards. Dazu könnte TTIP ein Step sein, um darauf aufzubauen. Vor allen Dingen muss man, glaube ich, also noch mal ein bisschen genauer schauen, was ist eigentlich Standard? Es geht nicht um die technischen Standards, die werden jetzt schon von internationalen Institutionen die Normung passiert, sondern es geht im Kern darum, dass internationale Wertschöpfungsketten in der Art, wie sie sich ausbreiten, dazu führt, dass man im Prinzip einen gemeinsamen Markt hat. Und damit kommt man an die ganzen politisch sensiblen Standards ran. Und da wird es dann immer schwierig. Das sind dann nämlich auch die Umweltstandards, die Sozialstandards, die Arbeitnehmerrechte, die, wenn ich sie nicht mitreguliere, ich also bei Freihandel dann nur die Sache habe, dass ich also eine Dumpingkonkurrenz erzeuge. Und daran wird es also extrem schwierig. Und da ist im Moment das Problem, deswegen befürworte ich auch die Gespräche mit den USA, da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil es in der Tat ist, wir haben einen zweiten Megatrend in der Weltwirtschaft, nämlich die also Verschiebung der weltwirtschaftlichen Gewichte nach Ostasien. Und es ist schon ökonomisch also vorteilhaft, wenn man selbst die Standards setzt, die anderen dann mit übernehmen oder wenn andere die Standards setzen. Deswegen macht es Sinn, aber es ist ein hochkompliziertes Thema und auch innerhalb Europas haben wir es bis heute nach 25 Jahren nicht geschafft, einen wirklich einheitlichen Binnenmarkt in vielen Bereichen zu haben. Man hat zwischen Regulierungsbehörden zurzeit eine Lösung vorgeschlagen, um die Zusammenarbeit bei bestehenden und neuen Regulierungen zu erleichtern. Strittig ist zum Beispiel aktuell noch der Zeitpunkt, wann das passiert, also sprich wann welche Stakeholder welche Formulierungen vor den Gesetzgebungsverfahren kriegen. Also da ist ja was im Laufen. Wenn wir über die Standards reden oder die Auflagen an Produkte oder an Produktionsstätten und sagen, wir in Europa oder wir in der westlichen Welt sind weiter und im asiatischen Teil der Welt gibt es da großen Aufholbedarf und wenn wir jetzt nicht die Standards setzen, dann setzen die sie in eine andere Richtung. Einmal haben wir das Transpazifische Partnerschaftsabkommen, wo ein Teil dieser Länder, nicht alle, aber schon integriert sind, zusammen mit den Amerikanern und mit den Kanadiern. Da frage ich mich, was machen die Amerikaner und die Kanadier dort? Machen sie die Augen dicht oder sorgen sie dafür, dass vernünftige Standards gesetzt werden? Aber die größere Frage ist, wie kriegen wir das tatsächlich hin, Standards so zu setzen, dass alle damit leben können und auch Handel betreiben können? Und es gibt, sagen wir mal, für mich ein sehr erklärendes Beispiel war mal, dass ein englischer Bio-Unternehmer, Zertifizierer, gesagt hat, er will keine Flugware aus Afrika mehr. Das als Standard für Bio gesetzt hat. Dann haben die Bohnenproduzenten in Afrika, die jahrelang über Entwicklungshilfe dazu gebracht worden sind, Biobohnen für den Markt in England oder Europa zu produzieren, gesagt, ihr macht uns kaputt. So,
Weil wir haben nicht die Infrastruktur, die Kühlkette, um die Produkte ohne Flieger nach Europa zu bringen. Wenn Sie gucken, weil Sie gerade TPP angesprochen haben, Transatlantic Pacific Partnership von den Amerikanern, es gibt ja auch innerhalb Asiens jede Menge von Regionalkooperationen. Ja. Es gibt die Association of Southeast Asian Nations, die ASEAN-Staaten, die wiederum mit China eine eigene Form von Abkommen schließen wollen. Also es gibt ja offenbar, weil WTO, weltweite Handelsrunden, nicht erfolgreich waren, aufgrund der Komplexität wieder den Trend zurück in kleineren Gebinden, hätte ich beinahe gesagt, zu verhandeln und Inselabkommen. Ja, aber wir haben ja dafür das Bild der Spaghetti-Schüssel. Ne? Ja, aber Sie haben am Ende des Tages ja eh die Schwierigkeit, wenn der malaysische Hersteller den chinesischen Markt hat, muss er wissen, was er dort absetzen kann und wie dort der Standard ist. Wenn das die Handelsbeziehungen stärkt, wenn der malaysische Hersteller dort in China einen lukrativen Markt findet, wird er sich heute schon darum kümmern, dass das, was er verkaufen will, aber hängt es nicht am Ende daran, welche Qualitäten so ein Abkommen wirklich auch, was Standards angeht, erreichen kann? Die Grundidee und das grundsätzliche Argument zu sagen, wenn wir ein Handelsabkommen haben zwischen den USA und Europa und das umfasst dann schon natürlich einen gewaltigen Anteil von unserem Globus, dann würde ich ja sagen, wenn es uns gelingt, es nicht auszurichten in erster Linie nur an ökonomischen Gewinninteressen, sondern an Verbraucherschutzorientierung, an Umweltstandards, an sozialen Standards, wenn das gelingt, dann wäre das ja vielleicht tatsächlich auch ein Beispiel, um die Dynamik und Entwicklung von anderen Märkten, von anderen Ökonomien, die sehr stark werden, im positiven Sinne mit zu beeinflussen. Ich glaube, wir haben aber im Moment einfach gar nicht die Erfahrung gemacht, dass das um eine positive Standardsetzung geht, sondern es gibt insgesamt eine hohe Befürchtung, dass eigentlich die Vergrößerung der Märkte immer zu einem Dumping geführt hat. Und das ist doch das Grundgefühl, was die Menschen haben. Also wir stehen da wirklich vor einem großen Beweis, der angetreten werden muss, ob die Politik in der Lage ist und auch wirklich das Interesse durchsetzt, auch gegenüber Wirtschaftsverbänden, zu sagen, es geht hier nicht einseitig um ökonomische Interessen. Und das ist natürlich schon im Verhandlungssetting falsch gemacht worden, weil man bei der regulatorischen Kooperation und bei der Transparenz über die Verhandlungen Wirtschaftsvertretern eine besondere Rolle zugewiesen hat und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft eine kleinere Rolle zugewiesen hat. Und das muss man anders aufsetzen. Und da, glaube ich, wird es nachher dran hängen, ob wir dann einer Idee, einer Internationalisierung, die sowieso im globalen Markt stattfindet, positive Standards auch zu entwickeln. Das wird ja immer nur ein Prozess sein. Vom Ziel sind wir uns nicht uneinig, ist mein Eindruck. Das hat die Debatte jetzt ja auch schon gezeigt. Die Frage des Weges an der Stelle. Übrigens, wenn die Amerikaner dann und wie Sie mit Vehemenz, ich bin sehr dabei, über Lebensmittelstandards sprechen, dann kommen wir auf das Hühnchen ein Stück weit zurück. Sie sagen, ja genau, deswegen nicht tun wieder Klohühnchen. Ich will das nicht vertiefen an der Stelle mit dem Hühnchen. Mir geht es eigentlich um was anderes, nämlich die Standardsetzung international. Lass uns mal zumindest ehrlich an der Stelle bleiben. Die Produkte, die ich im Supermarkt in Deutschland des Jahres 2016, die vielfach auch international gehandelt sind, internationale Wertschöpfungsketten haben, wenn ich die Produkte ganz objektiv und einfach mal ehrlich bleiben an der Stelle anschaue, sind die Produkte des Jahres 2016 in den deutschen Warenhäusern und Supermärkten, sind die sicherer und besser oder sind die deutlich schlechter und von der Qualität geringer als die Produkte der Jahre 1950 oder 1960? Ich finde, die Frage darf gestellt werden. Wir haben eine Historie des Welthandels hinter uns und das hat ja nicht nur zur Verschlechterung der Qualität geführt, sondern bei objektiver Betrachtung der Dinge im Grundsatz jedenfalls eher zu einer Verbesserung, zur Innovation insbesondere hat der internationale Handel geführt. Und das zeigt ein Stück weit, dass uns das beim Verbraucherschutz der internationale Handel eher nach vorne bringen kann in der Historie der Menschheit, als dass uns rückschlägt. Aber wir reden doch ganz viel über das Thema. Wir müssen trotzdem heute, wenn wir heute so drüber nachdenken, wie wir solche Standardsetzungen machen und eine globale Standardsetzung, dann brauchen wir für den Welthandel in der Tat einen Paradigmenwechsel. Bisher wird also danach geguckt, und das ist auch der Ansatzpunkt in den EU-Sachen, also gibt es Handelshemmnisse? Welche Standards hemmen den Handel? Und eigentlich muss man nach der heutigen Zeit rausgehen, wir haben zwei übergeordnete internationale Abkommen, denen sich alle verpflichtet haben. Das ist die Pariser Klimaschutzkonferenz gewesen und das sind die Sustainable Development Goals. Genau. Wenn man über Standardsetzung im Automobilbereich aussieht, dann muss man natürlich mit nachdenken, trägt das zu einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie bei, die auch die Klimaschutzziele mit erreicht. Also
Offiziell haben wir uns dazu alle verpflichtet. Genau, deswegen das. Und dann muss man daraufhin den Handel aufbauen. Und die Standards müssen sich an den anderen Sachen orientieren und nicht, damit man die Produkte nur gut so hin und her tragen kann. Wir kommen gleich zum Schluss in unserer vorletzten Runde heute nochmal zu einem Thema, das ganz spannend ist, nämlich zur Frage, kommt der Schwarzwälder Schinken demnächst nicht mehr aus dem Schwarzwald? Erstmal gehen wir zurück zu den Nachrichten, sind gleich wieder da und ich hoffe, Sie auch. Dankeschön.